Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2, Crown of the Ivory King. Beim letzten Mal haben wir Ava besiegt. Warum laufe ich dann vor? Ich wollte ja nochmal zu meinen geliebten Waffen schmieden, ihr wisst warum. Ich will nämlich meine schöne neue Waffe abholen oder meinen schönen neuen Zauber, das werden wir sehen. So, zuerst gehe ich mal zu Straits Zelle. Die Viecher müssten jetzt doch eigentlich weg sein, diese explodierenden, oder? Ich habe die jetzt so oft getötet, also so langsam glaube ich, die foppen mich, wenn die jetzt noch da sind. Natürlich sind die noch da. Das gibt's doch nicht. Oh oh. Das war ein schöner Flug. Das war wunderschön. So, alle futsch. Eieieiei, immer dieses Kettengerassel. Ja, die ist wunderbar, ne? Ach so, handeln muss ich ja. Ava, Seele von Ava. Hier ist kein Ava. Vielleicht ein Zauber. Alte Bla. Nee, keine Seele von Ava. Viele cursed human. Da gibt's sie wahrscheinlich nur bei der lieben Onifex. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier noch was geben sollte. Also Straight ist ja so mein Magielieferant und Onifex die Waffenfrau, aber irgendwie ist es auch seltsam, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was es da für eine Waffe geben soll für einen Tiger, den ich getötet habe. Für so einen Schneetiger eben, ne? So, dann bin ich immer. Bleibt mir bloß fern, ihr Viecher. Ja. Mit dir los. Oh. Wutsch. Habe ich keinen Bogen? Achso, ich habe den Bogen ja abgelegt. Hahaha. Ganz vergessen. Okay, na jetzt ist mal gut. Dass man die hier immer wieder im Rücken hat. Ich finde das schlimm. So. Reparieren brauche ich nichts, ne? Oder beziehungsweise aufrüsten. Die Flügellanze, nö. Warum braucht so ein Dolch Glitzer-Titanit? Ich verstehe es nicht. Da haben wir es doch schon. Seele von Ava, Begleiter des Königs. Ein gerades Elfenbeinschwert. Das Ding hat keine. Also skaliert nicht. Ach, guck mal, Schmelzer-Dämonenseele. Ein gealtertes Schmelzerschwert. Aha. Ist das. Das. Ich meine, der Schmelzer, der. Ist das neu dazugekommen? Das hole ich mir gleich mal. Was, drei Stück? Ich habe ja drei Seelen, ne? Leute, wie geil, ich kann mir drei Schmelzer-Dämonenteile holen jetzt. Seele von Ava. Warte, erstmal lesen wir das noch. Ultra-Großschwert aus der Seele des Schmelzer-Dämonen. Die Klinge ist von einer großen Flamme durchdrungen. Schwere Angriffe entfalten seine volle Wirkung. Als der alte König Eisen zum Leben erwecken konnte, schuf er eine Reihe metallener Apparaturen. Das eiserne Ungetüm war vielleicht eine Marionette des Königs. So, jetzt soll man's das noch. Das Schwert von Fabian, einem Ritter aus Eleum Lois, wie betont man das? Wurde aus dem dort heimischen Weißerz gefertigt und birgt Seelen, mit denen es Feinde tötet. Sir Fabian führte die treuen Ritter aus Eleum Lois in die Tiefen des Chaos, um die dort wandelnden furchtbaren Schrecken auszulöschen. Keiner von diesen selbstlosen Rittern kehrte je zurück. So, dann wollen wir mal gucken, kann ich die gleich mit irgendwas. Ja, mit Drachenknochen, supergeil. Ich weiß nicht, das bringt recht wenig, aber es ist wohl ein Geschicklichkeitsschwert. Auch wenn es nicht skaliert, mit gar nichts. Come back, you should find another soul. Brock. Sag mal, soll ich an so einer Kiste hier hängen? Was ist da los? Die Spinnen kommen ja zum Glück nicht mehr. Ich wollte auch nochmal den linke Handangriff zeigen, beziehungsweise den Superangriff vom Schwert von Alva. Also ich bin ja wieder Ava gesagt. Alon, nicht Ava, Alon. Genau, den habe ich gesucht, den Namen. So, ich habe das nämlich schon in die Kiste gepackt. Wo haben wir es denn? Müsste bei den Katanas sein. Was ist es denn? Das Nodachi war es nicht. Wie hieß denn das nochmal? Oder habe ich das noch im Inventar? Nee, habe ich nicht. Glaubt ihr, ich finde das jetzt? Was ist es denn? Wahrscheinlich habe ich schon längst vorbeigeblättert. Da ist es doch. Das Alon-Zauberschwert. Also nochmal so ein kleiner Weapon-Showcase für euch. Da haben wir einmal das Schmelzer. Das Gerade und das von Sir Alon. Gut.
Schauen wir erstmal das von Sir Alondis. Kann ich mich in beide... Nein. So geht's. Die Schläge kennt ihr ja schon. Wutsch. Und wir haben aber noch was Besonderes. So kann ich blocken mit L. Und mit L2 quasi. Machen wir das. Oh. So einen halben Seppuku und dann haben wir das Schwert nämlich gebufft. Ja, das meinte die auch. Das kostet jedes Mal Lebensenergie, aber bufft das Schwert auch ganz schön. Wutsch. Das wollte ich zeigen. Und das kostet auch ganz schön Haltbarkeit, sehe ich. Ja, ein bisschen hat es Haltbarkeit gekostet. Oh, das sieht so geil aus. Das ist doch kein Schwert. Oh, es ist ein Schwert. Das ist ja cool. Es fühlt sich an wie ein Breitschwert, finde ich. Ja, wie ein Breitschwert. Kann ich da auch mit... Ja, geht wohl. Ganz normal. Sim. Nicht schlecht, aber es ist mehr so ein Gimmick für mich. Also da es nicht skaliert, finde ich es Quatsch. Oh, guck mal, das kostet Haltbarkeit. Wenn ich den Boden treffe oder was? Ich verstehe das nicht so ganz. Naja. Oh, geil. Die Farbe. Die Farbe gefällt mir am besten. So, Spezialangriff. Achtung. Wutz. Guck mal, das... Alter Schwede, seht mal, was das für Haltbarkeit kostet. Achtet mal drauf. Achtung. Guck mal. Also, 7 Schläge und das Teil ist futsch. Klasse. Warum machen die... Warum... Ich kann mich, glaube ich, nie damit anfreunden, dass die Waffen hier in Dark Souls so schnell futsch gehen. Einfach kaputt. Das mag ich irgendwie immer noch nicht. So, ich werde mir jetzt endlich mal die Flammenverzauberung drauf machen. Da haben wir es. Flammenwaffe. Was haben wir noch? Tanz des Feuers. Feuerschlange. Flammensäulen kommen da aus dem Boden. Und diese... ja, die Sonne kann ich... Ist das die Sonne? Verbotene Sonne. Ja gut, den fand ich eh nicht so prall. Tanz des Feuers. Na komm. Wenn wir es schon mal jetzt haben, dann kann ich auch mal ein paar mehr Pyromantien reinbauen. Ich will ja rausfinden, ob das wirklich geht. Wir gehen erstmal in den äußeren Wall, denn ich möchte unbedingt wissen... Oh, warte mal, jetzt habe ich so viel Seelen. Ich glaube, ich ziehe jetzt doch mal den Ring an. Wenn ich jetzt hier sterbe, dann wäre das ja schade drum. Hier, Lebenssicherung. Bei 149.000. Ich glaube, ich hatte schon mal mehr und bin gestorben, aber... Naja. Flackert das so? Wie, als würde ich in eine Disco gehen oder so. Utz, 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 utz. Wusch. Ne? Macht Spaß, ne? Eisflorett. Oh, ich glaube, ich habe das Schwert, was ich wollte. Wo ist es denn? Eisflorett. Dieses Florett wurde von den Zauberern in Elium Lois getragen. Es birgt eine Magie, die durch heftige Angriffe freigesetzt wird. Elium Lois wurde durch einen großen Schutzwall vor dem herannahenden Chaos geschützt. Die Zauberer kämpften mit unter den Verteidigern. Kämpften mit unter den Verteidigern. Nicht mit unter. Das ist voll gut. Das staggert so schön. 2 Schläge tot. So, ich wollte ja nochmal schauen, was bei den Särgen denn los war jetzt. Au. Hier waren die, ne? Da ist nur eine Kiste. Ernsthaft? Nur eine Kiste? Na gut. Seelensalbe. Oh, eine eine Leiter. Keine Treppe. Quatsch. Seelensalbe. Ist das ein Zauber? Seelen... Nee. Dann müsste es eine... Seelenfokus. Seelensalbe. Habe ich den Fokus schon mal? Ach, das war Shulva. Also der erste DLC. Eine der ältesten Zaubereien, die beim Überfrieren...
überfrieren, wirklich, von Ilium Lois verloren ging, feuert schnell eine Salve kleiner Seelen ab. Soll hauptsächlich den Wirker schützen. Der ausgeteilte Schaden ist nebensächlich. Aha. Oh, schön. Genau das ist das. Das ist auch ein Degen. Wow. Geil. Problem ist nur, damit kann ich nicht parieren. B auf Geschicklichkeit. Das ist gar nicht mal so schlecht. Guck mal, das hat einen höheren Grundschaden als mein Espada. Ja gut, ich habe ihn halt verzaubert, aber... Och ja. Ich werde es mal aufrüsten und vielleicht... Vielleicht, ne? Da habe ich nämlich so eine Doppelstichwaffe wieder. Oder? Testen. Ich meine, ich kann es ja dual-wielden. Ja, sehr schön. Die mag ich lieber, als wenn ich so schwinge, weil dann... Seht mal, die Reaktionszeit. Ich steche doppelt und kann direkt wegrollen. Mit dem anderen dauert das ein bisschen länger. Hier, schlagen. Na, es ist gefühlt. Gefühlt dauert es länger, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. So, gehen wir mal weiter. Tick, 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 tick. Komme ich jetzt hinter diese Särge wahrscheinlich? Nee. Einfach so ein kleiner Ausguck. Oh, Nordwächter Kapuze, Gewand, Manschetten und Hose. Sehr schön. Warte mal, ich habe den einen Helm gar nicht aufgezogen. Ausrüsten vielleicht. Ja, sieht echt ganz nett aus. Jetzt hatte ich so eine Anime-Frisur. Voll bescheuert. Nordwächter Kapuze. Die Kapuze eines Weisen aus Forossa. Forossas Bewohner verehrten den Gott des Krieges und die Weisen, die die Krieger in die Schlacht führten, wurden Nordwächter genannt. Nordwächter erhielten ihre Titel erst, nachdem sie eine lange beschwerliche Reise gemacht hatten. Danach wurden sie als Orakel der Kriegsgötter verehrt. Oh, komm, jetzt seht ihr mal, wie hübsch Sascha, Juriel. Entschuldigung. Ist ja die Cousine. Der Winter naht. Guck mal, der Hals noch, der Schmuck, der da... Diese Kettchen. Man sieht es leider nicht, dann wird es unscharf. Aber das ist sehr schick. Das ist sehr schick. Ich finde es nur schade, dass es hier immer nur so ausgefranste Rüstungen gibt. Das gibt dem Ganzen zwar so einen... so einen alten Charme irgendwie, als wären die schon sehr zerschlissen und oft getragen worden. Aber ich fände es halt besser, ehrlich gesagt, wenn die ein bisschen neuer aussehen und halt besser gepflegt wären. Naja. Ist halt nur mein Geschmack. Da kann man bestimmt auch was modden, weil hier an der Rüstung nervt mich so ein bisschen der Umhang, dass der so kaputt ist. Das wäre so genial, wenn das Teil einfach mal komplett also noch neu wäre und man dieses Wappen da besser sehen wird auf dem Rücken. Dieses Wappensymbol scheinbar. Das wird mir echt gut gefallen. So, aber ich glaube, hier sind wir jetzt echt fertig, oder? In der Ecke. Hier habe ich alles durchsucht. Kann ich doch theoretisch zurückgehen jetzt beim Tiger weiter. Ach nee, Quatsch. Quatsch. Ich muss nochmal hier lang. Muss ich. Wisst ihr warum? Ich bin ja runtergesprungen bei diesem Turm. Habe ich jetzt dual wield? Nee. Na komm. Bam. Einmal schlagen reicht auch, Juriel. Ist ja immer so ein bisschen übereifrig. Da drin war ich auch noch nicht. Er auch nicht. Aber er wollte da rein. Ah. Alter! Sag mal, bist du noch ganz sauber? Da geht der in Rage. Schau mal an, da drüben war ich. Da komme ich aber da rein, wenn ich da rüber gehe. Warum habe ich schon wieder den Bogen abgelegt? Meine Güte. Bleib stehen, du. Ja, komm. Also nach diesem Schlag... Guck mal, ich drück direkt wieder Angriff, aber sie schlägt nicht zu. Das dauert richtig lang bei ihr. Konfetti. Ich muss echt mal wieder bei Velaga vorbei.
Konfetti nachkaufen ist wichtig. Weil Konfetti mag jeder. So, da drüben war ich ja schon dieses Mal. So, ich probiere mal die Feuerschlange aus. Kommt ihr? Freunde. Hallo, Freunde. Oh. Ach, die geht nach vorne gerichtet. Au. Krass. Wusste ich ja auch nicht. Ach, das war das hier. Na. Oh. Ich verpeile die ganzen Zauber, sag mal. Ihr Ekelhaften. Au. Au ja. Sag mal. Ich mache jetzt was anderes, weil ich stagger die irgendwie gar nicht mit meinen Waffen hier. Das ist ein bisschen doof. So, kommt ihr mal, ihr Schifte. Der Sound ist so cool von der Waffe. Au. Bam. Platte macht. So. Ich glaube, ich werde doch mal wechseln auf den Knichelring. Denn die geht mir doch sehr schnell kaputt. Ach, du warst das, ne? Warte mal, hier war ich auch noch nicht. Doch, da war ja nur dieser kleine Weg zum Ausruhen. Aha, gleich komme ich. Freundchen. Bombs. 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 Und Konfetti werfen. Weil es so Spaß macht. Schön. Ach, hier war der Spaß wieder, ne? Jetzt kommt alles. Alles, alles, alles. Ja, Hund. Und drei Härchen dazu. Steh auf, komm. Ach man. Ach man. Mann, Mann, Mann. Du blöder Hund. Also so langsam? Glaub ich, du verarschst mich. Bam. Oh, Double. Die Waffe ist schon richtig geil, wenn sie nicht so schnell kaputt gehen würde. Also gerade für meine Deckskillung ist die eigentlich auch mal so als Sekundärwaffe super geeignet. Weil es hat nicht skaliert und so einen richtig guten Wumms hat mit Elektro. So, hier war es dann, ne? Na komm, Kleiner. Hast du was? Ich hab den Ring gar nicht mehr an. Ja, ja. Ich muss ja eher einen Konfetti werfen, von daher. Ist das schon okay. Es gibt auch keinen schnelleren Weg hierher, glaube ich. Oh, der war richtig knapp, du. Ein Lebensstein. Ach, guck mal, hi. Könnte ich die in der einen Hand führen, ne? Dann wäre das eigentlich super Combo, da die beiden. Also jetzt. Oh, das war falsch. Also nicht in Dual Wield, sondern das geht ja eh nicht, glaube ich. Das ist ja eine Schlag- und das ist ja eine Schlitzwaffe. Also Slash and. Wie heißt die Waffe hier? Blunt? Blunt Weapon? Ich weiß es nicht. Strike, glaube ich. Naja. Gut, Leute. Ich würde mich über Likes freuen, Kommentare. Und wenn ihr wieder einschaltet zu Dark Souls Teil 2: Crown of the
Ivory King. Beinahe hätte ich Old Iron gesagt.